Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream zu BeamNG. In der letzten Folge hatte ich ja erwähnt, dass ich umgezogen bin und das ist jetzt endlich durch. Bin jetzt endlich im neuen Zimmer in der unteren Etage und ich denke, ab jetzt werde ich versuchen, wieder regelmäßig zu streamen und hochzuladen. Ich hoffe, das klappt, aber dem sollte eigentlich nichts im Weg stehen. Und in der letzten Folge hatten wir begonnen, die letzten Karten zu absolvieren. Ich hoffe, es heilt hier nicht allzu sehr. Ja, auf jeden Fall wollen wir mal gucken. Wir sind jetzt hier noch auf Hiroshi Raceway und da wollten wir in der letzten Folge diese KI-Rennen hier absolvieren. Das hat leider nicht geklappt, weil das verbuggt war. Deswegen probieren wir es doch jetzt einmal. Quick Travel. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Aber sollte eigentlich. Genau. Jawohl, funktioniert. Gut. Ich habe auch die Kameraposition ein bisschen angepasst, in der Hoffnung, dass man jetzt ein bisschen mehr von den Ecken sieht. Weil da war ja meistens irgendwas zu sehen, wo dann die Kamera drauf war. Das sollte so eigentlich passen. So, wollen wir mal gucken, ob wir mit denen mithalten können. Ja. Ich spiele jetzt auch mit meinem PS5-Controller anstatt mit meinem PS4-Fake-Controller, den ich immer für den PC benutzt habe. Gedacht, ich spiele. Also, ich habe einfach ein besseres Feeling mit dem PS5-Controller. Ist halt nur jetzt eine leichte Umgewöhnung, weil die Sticks ein bisschen schwergängiger waren bei dem PS4-Fake. Na gut, da hatte ich auch so Schaumstoffdämpfer zwischen den Sticks. Die könnte ich hier zwar auch drauf machen, aber. Oh. Ich spiele ja auch so Gran Turismo auf der PS5 ohne diese Schaumstoffdämpfer. Oh nein, mein Karre zieht jetzt nach links, aber sollte ich trotzdem hinkriegen, so. Achso, ich dachte, es geht dir geradeaus, aber geradeaus geht's wohl zur Box. Ja, easy, wenn ich jetzt keinen allzu gravierenden Fehler mache, haben wir das Ding in der Tasche. Sagt er und verbremst sich und untersteuert auf der Wiese. Aber da wir ja Allrad haben, kommen wir da schnell wieder raus. Ja, ich höre schon, wie dieser wie der da hinten angerast kommt. Ja, da ist er doch. Boah. Ich glaube, ich wechsle mal in der nächsten KI-Rennrunde auf das Trackfahrzeug von diesem Subaru-Verschnitt hier. Das habe ich jetzt auch, den gelben hier habe ich übrigens auch als Standardfahrzeug jetzt bei mir gewählt, weil dieser Pickup da einfach nicht zu handeln war. Den hatte ich ja selber getuned mit allem, was geht. Der bringt einfach keine Traktion auf die Straße, weil er so viel Leistung hat und sich als aus seinem Fahrwerk selber raushebelt. Also der stempelt richtig. Da wollte ich jetzt ohne Bremsen durch die Kurve und habe vergessen, dass die Karre ja als weglenkt. Ja, easy. Da ist der Sieg. Easy peasy. Oh, Moment. So, hier fortfahren. Boah, da haben wir nochmal einen Unfall gebaut. Den haben wir aber leider nicht gesehen. Aber ist nicht so schlimm. Gut, dann. Karrieren mittlerer Kurs. Ja, aber erstmal Fahrzeug wechseln. Ja. Komme ich so? Nee. Weiß nicht, wie ich da oben hinkomme. Genau. Wir nehmen den ja als Track. Die CT nehmen wir einfach mal. Ich hoffe, der hat jetzt ein bisschen besseres Handling. Ist auch deutlich lauter sofort. Bestimmt keinen Endschalldämpfer hat. Oder kein Cut, irgendwas davon. Ja, und Launch Control. Ah, wie heißt denn? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, dass er hinten Flammen schießt. Im Launch Control, so.
gute Bremsen hat er auf jeden Fall auch. Hat aber kein ABS. Hey! Ah, muss jetzt ein bisschen besser mit der Bremse aufpassen, wenn er kein ABS hat. Aber sollte ich hinkriegen. Fast nichts passiert, also ich sehe zumindest nichts. Hä? Ist nicht das gleiche Rennen? Warte mal. Ich glaube, das ist das gleiche Rennen, oder? Ja, natürlich, das ist das gleiche Rennen. Ich hätte doch umswitchen müssen. Abbrechen. Genau, hier oben. So, jetzt. Mittlerer Kurs. Jetzt haben wir es aber. Wir ziehen mal wieder vorbei. Wie nix. Ah, da geht's jetzt links rum, okay. Schöne Gerade, hier kann man nochmal schön durchziehen. Oh, und versuchen frühzeitig zu bremsen. Oh. Geht das noch? Ah, lenkt zwar nach links, aber wir probieren es trotzdem so weiter zu machen. Soll auch eigentlich funktionieren. Die kriege ich ja eh noch. Ist auch wieder eine schöne Gerade hier. Ja, so langsam muss ich jetzt hier aber nicht durchfahren. Kumpel! Wow. Da hat mich der Körper hochgeschoben. Das Motorgeräusch ist echt merkwürdig. Oh, oh, oh. Hochgedreht. Da hat er zu früh runtergeschaltet. Oh, hier muss ich aber echt früh bremsen jetzt. Ich fange jetzt bei der 100 zwischen 1 und 2 an, also bei 150 Metern. Ja, ist auch okay gewesen. Jawohl. Oh, da war ich zu schnell. Oh, abgekürzt, aber ordentlich. Aber so eng sieht das hier wie Minji nicht. Oh. Komm, der holt uns gleich. Sie ab. Da ist es. So, dann würde ich sagen, nehme ich doch jetzt mal. Oh, wie komme ich denn darüber? Ich glaube. So, nehmen wir doch jetzt mal die Hillclimb-Version für die andere Streckenversion. Oder? Ja. Hillclimb Asphalt. Oh, das wird lustig. Denke ich zumindest. So. Rennen langer Kurs. Oh ja, da können wir wirklich einen Hillclimb gebrauchen.
Also kein Hillclimber, aber schon was deutlich schnelleres. Race Account. Ja, lassen wir einfach bei 4, so wie bei den anderen Rennen auch. Das passt schon. Ah, ich stehe ein bisschen aus der Masse heraus. Und weg. Oh, der liegt auch schon deutlich besser in der Kurve. Okay, hier geht's wieder rechts rum. Aber der ist trotzdem ziemlich giftig. Na, auch der hier hat kein ABS. Was wir aber nicht unbedingt brauchen, wenn wir jetzt nicht hier irgendwie 50 Runden Rennen fahren, wo wir dann irgendwann Bremsplatten haben. Kann ich auch eigentlich ein bisschen vorsichtiger fahren. Aber der ist auch ziemlich direkt in der Lenkung. Ich kann auch ein bisschen vorsichtiger jetzt fahren, weil ich habe deutlich mehr Leistung, also habe ich jetzt wirklich wieder das falsche Rennen ausgewählt. Ah, ja, natürlich. Pfeife. Ich bin wirklich eine Pfeife. Aber okay. Oh, gleich am Anfang direkt. Feind. Ja, doch, Feindkontakt. Irgendwie erinnert mich das Bodykit an diesen D1 Grand Prix. Dieser orange Subaru von Team Genki, glaube ich, war das. Also irgendwie erinnert mich das Fahrzeug gerade daran ein bisschen. Könnte wirklich ein Drifter eigentlich sein. Nee, das war nicht Genki, oder? Ah, ich blende es ein, wenn ich es finde. Wenn ich es nicht vergesse. Also, da war ein Fahrzeug aus der ganz alten Serie gewesen. Irgendwie so um die 2010 rum oder so. Also da, wo der japanische Driftsport in Europa einigermaßen populär wurde. Gut, wurde auch früher, viel früher schon populär, aber das ist jetzt das richtige Rennen? Irgendwie kommt mir das irgendwie alles ein bisschen spanisch hier vor. Ich habe jetzt auch gar nicht so wirklich auf das Streckenlayout geachtet. Aber ich denke, das passt schon. Ja, doch. Vorhin sind wir ja hier rechts lang gefahren. Mal alles passen. Jawohl. Und ab auf die Zielgerade gleich. Nach der S-Kurve. Da muss ich aber gleich echt gut in die Eisen gehen. Am besten jetzt schon. Sonst kürzen wir wieder ordentlich ab. Oh. Ich glaube, die Rennstrecke in Assetto Corsa würde auch ziemlich Spaß machen. Muss ich mal gucken, ob die schon jemand konvertiert hat. Da ist es. Das ist es so. Haben wir hier noch irgendwas, was einigermaßen Spaß machen könnte? Nee, klettern auf gar keinen Fall, driften hatten wir ja.
Pferd zu dem Kackt Zeitfahren. Ja, okay, das ist ja. Da war ich ja alleine. Felskletterkurs. Ach so, nee, dann ist recht nett. Ja, gut, dann gehen wir doch zur nächsten Karte. Und zwar Ethika-Fahrerlebniszentrum. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. So, da sind wir. Oh ja. Boah. Merkt man gleich wieder einfach komplett Traktion verliert. Das ist, aber ich glaube, das ist nicht ganz realistisch. Also, da muss ja wirklich das Wasser Zentimeter dick stehen. Das ist eher Eis oder so. Aber gut, ich war auch noch nie auf so einem Fahrtestzentrum. Vielleicht ist das ja doch schon authentisch. Machen wir kurz Traktionskontrolle aus hier. Alles aus hier. Na gut, mit dem Allradler ist ein bisschen schwer, der schiebt ja trotzdem immer nach außen. Ja, okay, so weit wollte ich nicht abkürzen. Okay, genug Spaß hier. Mal gucken, was wir hier denn so für Events haben. Okay. Nur Training, was ist das? Ich glaube, nichts Besonderes, oder? Ich spare mir das, glaube ich. Das ist wirklich nichts Besonderes. Machen wir das einzige KI-Rennen hier. Sollte schnell durch sein. Nimm es mit den anderen Testfahrern bei diesem Ethika-Rundstreckenrennen auf der Teststrecke auf. Oh, sogar empfohlenes Fahrzeug. Sehr gut. Also alles die gleichen Fahrzeuge. Ich versuche mal von innen zu überholen. Ah, okay, das ist nur das Oval hier wahrscheinlich. Ja, das ist ja easy. Ja, gar keine Sonne. Darf nur nicht zu viel Geschwindigkeit aufhören, weil ich sonst zu weit nach außen gedrängt werde und das Fahrzeug leicht untersteuert. Man sieht es auch ganz leicht am rechten Auspuff. Diese ganz, ganz hauchdünne schwarze Spur, das ist von unserem Vorderreifen, der die ganze Zeit eigentlich eingeschlagen rutscht. Das ist ja echt ein ödes Rennen. Und dann sind wir auch schon fertig. Gut, dann direkt zum nächsten.